Hi Freunde, was geht? Wir sind zurück in Arcania, Fall of Setarif. Wir haben letzte Folge hier aufgehört. Bei diesen netten Zombies. Und ich dachte gerade, ich habe was hier vergessen. Ich heiße euch alle hier herzlich willkommen. Wir haben das kleine Ding hier geklärt. Und wir ziehen am Hebel. Wir haben Wasser abgelassen. So wie das klingt. So, dich hatten wir. La, 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 la. Kein Wunder, dass hier unten alle tot sind. Frag mich halt, wo die herkommen, ne? Die fallen ja von der Decke irgendwie. Das Grüne. Denn draußen sehe ich das ja noch ein, aber hier ist es irgendwie so ein bisschen komisch. Naja. Oh ja, er ist unser erstes Opfer. Und er kann uns halt auch einfach nicht erreichen. Das ist das Schöne. Da sehe ich noch einen großen C. Sehe ich noch einen großen C. Das juckt ihn einfach nicht. Weil er genau weiß, er kommt nicht an uns ran. So ein Sniper hier, ne? Da ist noch so ein Bewahrer. Zack. Da noch einer. Zack. So. Können wir uns schon wieder ein bisschen freier bewegen. Da ist noch einer. Also das ist schon ein krasser Skill. Den 200% Schaden. Schon fast cheaten. Aber auch nur, wenn die Gegner einen nicht erreichen können. Habt ihr eigentlich schon irgendwas Geiles gefunden? Nee, ne? Axt der Stürme. Ja, die ist ja voll OP. Die ist ja brutal OP. Durch Zufall. Du stirbst jetzt. Und pam! Scheiße, er hat uns gesehen. Und wir schießen durch. Er ist voll OP. Es ist unglaublich. Diese Axt tötet einfach alles. Diese Spinne, die wird erschossen. Pam! Wir machen so einen geilen Fallrückzieher. Backflip oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Esons Würde haben wir. Das sah mir aus nach einer Armbrust. Hm. Eins von Eson 1 gegen die Jakenda geführt. Sie hat durch die Zeit unter Wasser sehr gelitten. Doch es gibt sicher einen Weg, ihr wieder ihre alte Macht zu verleihen. Ja, kriegen wir hin. Dann, was kriegen wir noch? Die Wetten werden platziert. Einhandschwert, Zweihandschwert. Schild. Maybe. Ich will ja jetzt nicht meckern, aber wir sind wieder hochgelaufen. Hier hätte man durchschwimmen können und hier hätte man wieder Luft gekriegt.
als ob der uns gesehen hat. Ah ja. Okay, wir standen schon direkt vor ihm, aber... Dass die uns halt auch nicht abschießen, verstehe ich nicht. Dass die loslaufen. Ich weiß noch, es war eigentlich immer so gedacht, ja genau, dass die hier so durchballern können. Wir haben hier so voll den Fight und dann knallen die einen so ab. Verzeihung. Scheiße. Ja, komm mal her. Ja, die haben wir eh schon gesehen. Durch, wild durchmischen. Belias Essenz, göttliches Elixier der Stärke, Adlerauge. Super! Ihn hätte ich gerne weg. Scheiße. Heute mal wieder in Zeitlupe unterwegs. So sagt, ist noch lange nicht fertig. Oh Gott. Das ist schon wieder das eklige grüne Wasser. Katsching. Voll in den Kopf. Oh ja, Musik. Immer mit der Ruhe. Hier bitte. Jetzt habe ich noch welche direkt hinter den Ecken erwartet. Dann halt hier. Komm. Wir schlachten uns durch. Wir tragen ja immerhin die Nahkämpferkleidung. Also verhalten wir uns auch so. Durchprügeln. Oh, das ist eine coole Waffe. Er hält auch mehr aus. Oh, er hat uns verlangsamt. Hier, Belia-Klinge. Er hat zwei ramponierte Langschilde fallen lassen. Jetzt bin ich gespannt, was kann denn die Belia-Klinge? Diese Waffe zeugt von einer Zeit, in der Belia in Setarif zwar nicht angebetet, aber dennoch geehrt wurde. Ein Hieb mit dieser Waffe hat eine Wahrscheinlichkeit von 15% der Gegner für 2 Sekunden mit Blitzen zu lähmen. Zusätzlich 70 Schaden verursachen. Das ist voll scheiße. Also gut, die macht halt schon Schaden, ne? Fernkampfkraft. Aber die macht halt Blitze. Ah ne, die macht Eis. Und heilt einen. So, wir probieren es mal aus, ne? Ne, wir hatten den. Wir könnten auch den nehmen, aber 80 Leben. Wir nehmen den mit 80 Leben. Guck mal, was die Belia-Klinge so kann. Außer cool aussehen.
Die hat ein ganz eigenes Design. Das Design hat sonst keine andere Waffe. Muss gut sein. La la la. Oh, wieder ordentlich hinsetzen. Das nächste Skelett rausnehmen. Jetzt wollte ich den gar nicht treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist halt wieder ganz schön scheiße, ne? Wahrscheinlichkeit ist halt sehr scheiße. Aber es macht schon ordentlich Schaden. Alles nicht so einfach hier. Wir gucken mal, was sonst noch kommt. Ein Dämon. Skelette. Boah, richtig weggeknallt. Der Dämon interessiert es einfach gar nicht. Na du. Da steht noch einer. Ist doch gewusst. Oh, daneben. Ja, klar. ...1991. Das lobe ich mir. Oh shit. Was mir gerade auffällt ist... ...gegen den Dämon gönnen wir uns aber sowas von die OP-Axt. Kann er nämlich so viel brennen, wie er will. Xul Gurat, der Schänder. Ist einfach Easy Mode. Also, es ist ja brutal. Esons Ruhm. War ein Streitkolben. Jetzt? Oh, die haben wir vorhin schon weggeknallt. Also, wir haben Esons Ruhm erhalten. Wir gucken mal, wie das Ding heißt. Können wir bestimmt dran beten. Können wir nicht? Das ist ja kacke. Oh, da könnten wir uns hinsetzen. Dann nicht. Dann leider nicht. Naja. Okay, also Dämonen sind halt mit der Axt echt Easy Mode. Ne, diese Wahrscheinlichkeit von der Axt war auch so beschissen. Jetzt haben sie sich gedacht, gut. Wenn du sie mitnimmst ins Addon, dann sollst du dafür auch belohnt werden. Der Grundschaden ist halt lächerlich. Das muss man schon sagen. Der Grundschaden ist wirklich lächerlich. Aber... immer beachten, was sie sonst noch können. Esons Ehre. Sieht ganz schön scheiße aus. Xardas? Ja, ich bin es. Ach ja, ich erinnere mich. Wie ich sehe, hast du die heiligen Artefakte der Göttin an dich genommen.
Eins fehlt mir noch. Du wirst es hier nicht finden. Warum nicht? Es ist das Siegel der Göttin. Der Schild, den du zu Selena in die Grotte unter dem Kloster der Göttin gebracht hast. Dann muss ich zurück ins Kloster? Nein, das musst du nicht. Das Siegel der Göttin ist bereits in Setarif. Ja, wir haben's dabei. Selena, die letzte der Anusiri, hat es hierher gebracht. Aber die Dienerdämonen des Erzdämons haben ihr aufgelauert. Du musst ihr helfen, sonst ist das Siegel der Göttin verloren. Und der Dämon wird obsiegen. Klar. Wo finde ich Selena? Im Ardanus-Tempel, ganz im Süden der Stadt. Die Dienerdämonen greifen sie an. Ja, dann hör auf zu quaken. Beeile dich. Ja. Meine Güte, hey. Jetzt haben wir ihm die ganzen Dinger gegeben, oder was? Naja. Ja, es ist halt ein bisschen... Naja. Haben wir jetzt bestimmt einfach nicht mehr, ne? Nö, haben wir nicht mehr. Brauchen wir nicht. Was für ein Zufall, die Barriere ist weg. Wer hätte das gedacht? So, kommt schon noch was Geiles. Schäbiger Rabenschnabel. Toll. Premium Loot im heiligen Tempel der Göttin. Nur Scheißdreck gibt's hier. Verwitterte Klinge, zerkratzter goldener Kelch. Toll. Toll, zerkratztes Gold. Jemand reingebissen und geprüft, ob's echt ist. Wer bist du denn? Wie ist denn er hier reingekommen? Wie sind Sie denn hier reingekommen? Naja. Gibt jetzt auch nichts mehr zur Sache. Sie sind auf jeden Fall auch nicht mehr rausgekommen. Paladin auch immer diese Sonjara-Schilde haben. Keine Paladin-Schilde. Und wir kommen aus unserem Schlauch wieder raus. Ah ja, klar. Na, nochmal ein paar Händler? Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Beeil dich. Drei Händler parat. Guck mal, du kannst haben. Das hier. Ah ja, das war unsere... unsere krasse Waffe. Paladin-Schwert kannst du haben. Das weiß ich noch nicht. Stahlhammer kannst du haben. Weiß ich noch nicht. Die ganzen Feuerdinger, die wir jetzt haben. Ja, wir haben es eh nicht nötig, ne? Dann ist das Siegel der Göttin. Ja, ein bisschen peinlich, dass wir das jetzt hier so haben, aber naja.
Groschs Talisman. Kannst du behalten. Kampfmagier kannst du haben. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Den kannst du auch haben. Könnten wir sogar verkaufen für 500. Unseren Heiligenschein. Ja, cool. Was hast du so dabei? Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Also das ist wirklich lieblos hingeklatscht. Der verkauft jetzt nochmal die Helme. Der edle Brillenhelm. Pfeile und Tränke. Schön. Es ist wirklich einfach dieser Händler mir gern deine Waren ansehen. An den Ausgang geklatscht, dass man sich hier nochmal ausrüsten kann. Das ist wirklich, weiß ich nicht, hätte man besser machen können. Hätte man besser machen sollen. Aber naja. Oh, Adanos! Stirb! Ja, stirb. Haben die alle schon Bock? Die hatten alle schon Bock. Oh, jetzt kommt das. Ich hätte nie gedacht, dass ich ausgerechnet von Robas Leuten gerettet werde. Halt! Karella? Halt! Was willst du? Stopp! Die heiligen Artefakte meiner Vorfahren. Ich sollte diejenige sein, die sie trägt. Das ist kein Spiel, Prinzessin. Geh zurück zu deinen Leuten, da ist es sicher. Ich bin keine verwöhnte Prinzessin. Ich bin es gewohnt, mit Schwert und Bogen zu kämpfen und habe in so mancher Schlacht den Sieg davon getragen. Ich würde keinen Herzschlag zögern, mein Blut für Setarif zu vergießen. Siehst du? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Er ist richtig abgehoben. Ich vergieße lieber das Blut. Ich identifiziere mich Leute. Kein bisschen mit Gibst ihm. Gibst du mir die Artefakte? Nein. Milton ist davon überzeugt, dass ich derjenige bin, der sie tragen soll. Das hat sie uns eh abgezogen. Er hat nicht die Macht, das zu entscheiden. Nur Adanos kann das. Was willst du? Ein Gottesurteil? Durch einen Kampf. Zuerst Syra und jetzt du. Warum wollen alle Frauen dieser Insel gegen mich kämpfen? Zwei. Ist es meine Frisur? Es ist meine Frisur, habe ich recht? Alle. Adanos lenkt meine Schritte. Ich werde siegen. Da stand obsiegen. Gut. Dann lass uns kämpfen. Nee, das ist da. Da ist er nicht so gut. Boah, sieht ja richtig viel Leben. Naja, egal. Man hört sogar die Sounds, dass sie kämpft, aber sie kämpft da eigentlich gar nicht. Ja, mach sie mal. Genug. Der Sieg ist dein. Jawohl. Dann akzeptierst du das Gottesurteil? Ja. Gut. Wir haben genug Zeit verloren. Sagt geh zurück er, zu deinen mit Leuten. Den drei Händlern da hinten ich noch quatscht. Kümmere mich um den Dämon. Allein. Warte. Worauf? Adanos hat dich auserwählt. Nimm das. Du wirst es brauchen. Lord Hartons Siegelring. Wenn du die Artefakte unbedingt tragen willst, warum hast du sie nicht längst aus dem Tempel geholt? Echt so, der Weg ist weil doch offen da hinten. Weil ich den Tempel nicht kannte. Jeder er muss uralt sein. Wir Setarifer glauben an Adanos, nicht an irgendeine fremde Göttin. Adanos! Gib mir Kraft! Okay. Ja, du kommst hier hinten einfach raus.
ist jetzt nicht so, dass das groß... Die ganze Scheiße, die wir hier gemacht haben, ist eigentlich sinnlos. Jetzt der Siegelring. Was haben wir denn? Nicht mal Leben bringt der. 40 Leben, 20 Rüstung. Hm. 13 Nahkampf und 30 Rüstung. Nö. Wir bleiben beim Paladin-Ring. Hallo, Ritter. Der König! Er ist an allem schuld! Er wartet uns einfach. Da stehen noch ein paar. Als Magier ist es ganz geil. Da kann man hier einfach so ein Inferno hinklatschen und dann sterben die trotzdem. Oh shit. Können wir da überhaupt durchschießen? Nee. Last! Alles nur Last! Nicht. Ich brauche sie nicht! Hab sie nie gebraucht! Belias Essenz. Noch ein paar Drachenbeeren. Diese delikaten Beeren wachsen nicht auf Agan, sondern werden unter hohen Kosten aus Torgan eingeschifft. Noch nie von Torgan gehört. Hab das noch nie durchgelesen. Da bin ich ehrlich. Aber gut. Das machen wir in der nächsten Folge. Heute ein bisschen kürzer, aber das machen wir in der nächsten Folge. Das wird nämlich ein, zwei Minütchen dauern. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Dann geht es nämlich weiter hier mit den zwei Dienern des Erzdämons. Und wir sehen uns. Bis dann.